Herr Präsident, meine Damen und Herren! Um die Corona-Pandemie und ihre verheerenden Folgen zu bewältigen, die Gesundheit der Menschen zu schützen, ihre Arbeitsplätze, ihre Existenzen und die allgemeine Wirtschaftstätigkeit zu retten, ist es vollkommen richtig, dass die öffentliche Hand jetzt in einem breiten demokratischen Konsens gewaltige Summen mobilisiert, auch um eine sich bereits jetzt abzeichnende dramatische Wirtschaftskrise abzufedern. Und es ist richtig, in der Krise verschärfen sich bestehende soziale Ungleichheiten. Es tritt deutlich zutage, wie es um die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft bestellt ist. Und deswegen haben wir einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der unsere Maßstäbe an die Politik für ein solidarisches Miteinander in Zeiten der Krise umreißt. Und es ist richtig, soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit müssen jetzt in der Krise die Richtschnur des politischen Handelns sein. Und deswegen, Herr Finanzminister, wann, wenn nicht jetzt, wo sich für unzählige Menschen in unserem Land existenzielle Fragen stellen, wann, wenn nicht jetzt, ist es Zeit, seitens der Politik soziale Garantien für das Leben der Menschen abzugeben? Ich will zu Beginn der Rede es ausdrücklich sagen, wir werden trotz offener Fragen, trotz einiger Bedenken und auch trotz Bauchschmerzen heute diesem Nachtragshaushalt zustimmen. Aber ich sage auch, wir werden die Maßnahmen, die Sie veranlassen, genau prüfen, und wir werden darauf achten, wofür die Landesregierung diese Mittel verausgabt. Unsere heutige Zustimmung darf nicht als ein Blankoscheck verstanden werden. Um aber überhaupt entsprechende Maßnahmen im Rahmen eines Nachtragshaushalts zu ermöglichen, ist es auch in Hessen notwendig, die Schuldenbremse in unserer Landesverfassung nach Artikel 117 auszusetzen. Dafür bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der gewählten Mitglieder des Landtags. Wir werden, wie angekündigt, der Aussetzung der Schuldenbremse zustimmen. Ich darf mir aber nicht den Hinweis ersparen, wir haben gemeinsam mit Gewerkschaften hat die politische Linke gegen die Schuldenbremse gekämpft. Sie hat sie stets als Investitionsbremse kritisiert. Sie hat davor gewarnt, dass sich der Staat unnötige Fesseln anlegt und die eigene Handlungsfähigkeit beschneidet, Herr Boddenberg. Und deswegen zeigt die Krise auch und die Diskussion, wie wir mit Kreditaufnahmen des Staates umgehen, mit notwendigen Kreditaufnahmen. Diese Diskussion, die ist heute nicht beendet. Und sie ist auch nicht damit beendet, eine Ausnahmeregelung in Anspruch zu nehmen. Unsere Haltung ist und bleibt klar, die Schuldenbremse war und ist und bleibt ein Fehler, der korrigiert werden muss. Und es gibt einen weiteren Punkt, wo wir ein allgemeines Umdenken brauchen. Denn in der Krise erweist sich auch die Regelung im Ausführungsgesetz § 141 als problematisch. Der § 2, das ist hier heute schon angesprochen worden, verlangt, dass die Tilgung in einem Zeitraum von 7 Jahren erfolgen soll. Da fragt man sich, wie ist man eigentlich auf diesen doch etwas anthroposophisch anmutenden Zeitraum damals eigentlich gekommen? Im völligen Kontrast steht der Zeitraum, in dem wir jetzt gewaltige Summen für den Landeshaushalt mobilisieren. War es vor wenigen Tagen noch ein Nachtrag von 1 Milliarde, sollen es quasi über Nacht ja jetzt berechtigterweise fast 2 Milliarden sein. Das verdeutlicht noch einmal, mit welchen Fragen wir darauf blicken sollen. Und die Summen, die wir jetzt mobilisieren, das wissen Sie, das ist auch gesagt worden, ist eher der Anfang denn das Ende, weil die sich ohnehin in einem Abschwung befindende Wirtschaft durch die Corona-Pandemie wohl zu einer manifesten Krise entwickelt wird. Jetzt ist völlig klar, die Kreditaufnahmen, das hat der Finanzminister ja eingeräumt, werden niemals über einen Zeitraum von 7 und auch nicht über einen Zeitraum von 10 Jahren getilgt werden können. Herr Finanzminister hat zu Recht ja von einem Dummy gesprochen, davon, dass das eine Generationenaufgabe ist. Aber deswegen dürfen wir auch nicht so kurzfristige Tilgungen anvisieren, weil die Gefahr besteht, dass, wenn kurzfristige Tilgungen vorgenommen werden, dass das
einhergeht mit künftigen Kürzungsrunden und auch Sozialabbaumaßnahmen. Und das darf nicht sein. Das müssen wir verhindern. Also, wenn es eine Jahrhundertaufgabe ist, die Schulden abzutragen, dann scheint mir das Vorgehen beispielsweise der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die ihren Nachtragshaushalt, eine CDU-FDP-Regierung, die ihren Nachtragshaushalt aufgrund der Corona-Krise konjunkturgerecht mit einer Tilgung in einem Zeitraum von 50 Jahren veranschlagt, doch die vernünftigere Variante zu sein. Was jetzt notwendig ist, ist langfristige Tilgung in den Blick zu nehmen statt kurzfristigen. Zum Nachtrag selbst vielleicht nur so viel. Er ist dringend notwendig. Aber der Nachtragshaushalt ist zunächst auch so etwas wie ein Platzhalter. Er versetzt die Landesregierung hoffentlich in die Lage, genau das zu tun, was jetzt notwendig ist. Allerdings sehen wir durchaus mit Sorge, dass der Haushalt, wie jetzt vorgesehen, die Landesregierung mit sehr weitreichenden Rechten ausstattet. Wir halten es für dringend notwendig, dass das Finanzministerium das Parlament jederzeit umfassend und zeitnah über Entscheidungen informiert. Bisher ist das außerordentlich fair und transparent erfolgt. Dafür möchte ich mich beim Finanzministerium auch bedanken und an dieser Stelle insbesondere den Mitarbeitern auch in der Finanzverwaltung. Trotzdem müssen wir überlegen, wie das Parlament künftig beteiligt werden kann. Bei weiteren Nachträgen müssen wir darüber nachdenken, die Beteiligung des Parlaments zu gewährleisten und über eine Zustimmung des Haushaltsausschusses oder einen Parlamentsvorbehalt zumindest einmal nachdenken. Bei aller Notwendigkeit für jetzt rasche und umfangreiche und vielfältige Hilfen dürfen wir das Budgetrecht des Parlaments nicht durch umfangreiche Globalpositionen aushalten. Dazu kommt, der Nachtragshaushalt der Landesregierung listet viele wichtige Maßnahmen detailliert auf, die wir auch unterstützen, aber andere notwendige Maßnahmen fehlen. Auch ein Verweis auf fehlende Informationen über die Vorhaben des Bundes, auch wenn sich da in den letzten Tagen einiges geklärt hat, allein überzeugen nicht. Im Nachtragshaushalt selber steht, der Zweck sei für die Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgen der Coronavirus-Pandemie. Diese Ziele die teilen wir ausdrücklich. Aber bei der Aufzählung im Maßnahmenkatalog da stellen sich uns doch Fragen. Reichen die Mittel für die Beschaffung von Schutzkleidung für den gesamten Gesundheitssektor, etwa auch für die ambulante medizinische Versorgung? Insbesondere, das ist auch heute schon angesprochen worden, brechen den Kliniken die Einnahmen weg, weil sie Behandlungen verschieben, weil Kosten steigen. Reicht es jetzt aus, wenn das Land richtigerweise die Investitionsmittel als Liquiditätsmittel bereitstellen will? Aber wer bezahlt dann später die notwendigen Investitionen? Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Soforthilfen für Vereine und Verbände aufgezählt werden. Es ist richtig, dass an Kultur und Sport gedacht wird. Was ist aber mit Vereinen im sozialen, im karitativen Bereich? Wird denen auch geholfen? Was ist mit Wohlfahrtsverbänden, mit der Gemeinwesenarbeit und sozialen Einrichtungen? Ich möchte Frau Dr. Ali Nagy, die neue Liga-Vorsitzende, zitieren. Die soziale Infrastruktur ist systemrelevant und muss unter einen Schutzschirm der Landesregierung gestellt werden. Genau das ist völlig richtig. Wer die soziale Infrastruktur in Hessen schützen möchte, der muss die sozialen Einrichtungen berücksichtigen. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel. In Zeiten von Kontaktsperre steigt die Bedrohung für Frauen durch häusliche Gewalt. Frauenhäuser gibt es in Hessen ohnehin zu wenige. Deswegen die Frage, werden auch die Finanzierung von Frauenhäusern und der Bedarf hier in diesen Plänen mit abgedeckt. Das sind alles nur drei Beispiele. Insgesamt erwarten wir, dass bei den Maßnahmen des Landes soziale Sicherheit und solidarisches Miteinander großgeschrieben werden. Noch zu einem weiteren Thema. Sie wollen den Bürgschaftsrahmen um 3,5 auf 5 Milliarden € erhöhen. Die Mittel dafür sind dafür da, Unternehmen in der Krise zu stützen. Wir finden richtig, aber Liquiditätshilfen darf es nur für die Unternehmen geben, die sich verpflichten, keine Leute zu entlassen und die Mitbestimmung und die Tarife achten. Und wenn ich die Landesregierung richtig verstanden habe, dann scheinen auch staatliche Beteiligungen wie im Bund nicht ausgeschlossen. Als Linke sind wir der Meinung, wenn der Staat zum Miteigentümer wird, dann darf die öffentliche Hand nicht nur retten,
sondern sie muss auch über die Zukunft mitreden. Und vielleicht verdeutlicht uns diese Krise, dass wir mehr und nicht weniger Demokratie auch in den Betrieben und in der Wirtschaft brauchen. Ich will abschließend noch einen Blick auf die lange Perspektive wenden, und ich komme damit zum Ende. Am Ende wird auch diese Krisenbewältigung von jemandem bezahlt werden müssen. Und es muss verhindert werden, dass diejenigen sie bezahlen, die schon die Kosten der Bankenkrise tragen müssen. Damals hat die Politik die Banken gerettet und die Menschen im Stich gelassen. Dieser Fehler darf sich nicht wiederholen. Systemrelevant, das waren nicht die Banken, das sind die Menschen, das sind diejenigen, die Pflegekräfte, die Busfahrerinnen und Busfahrer, die Kassiererinnen und Kassierer und all diejenigen, die jetzt in der Krise und nicht nur in der Krise den Laden am Laufen halten, die haben unsere Unterstützung verdient. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.